Hier treffen Sommer und Winter aufeinander. Das Heinrich-Schweiger-Haus im Salzburger Pinzgau. Hochgebirgswanderer kommen genauso gerne hierher wie Tagestouristen. Das Schutzhaus von Hüttenwirt Josef Murr liegt auf einer Aussichtsterrasse mit einem wunderschönen Alpenpanorama. Ich nehme mir die Zeit dafür. Also wenn es geht, ein paar Mal die Woche. Und mein Lieblingsplatz ist da oben am Sandfang. Da kann man sich gut hinsetzen und dann hat man den fantastischsten Überblick über den Moserboden, über den See und über die Hütte. Die Hochgebirgsseen versorgen das ganze Land Salzburg mit Strom. Ihr Wasser kommt vom Gletscher rund um die Hochgebirgshütte. Das Heinrich-Schweiger-Haus liegt in Kaprun im Nationalpark Hohe Tauern. Vom Ortszentrum aus fahren Busse zu den Stauseen, wo die Wanderung zum Heinrich-Schweiger-Haus beginnt. Josef ist erst seit diesem Jahr Chef der Hütte. Er lebt und arbeitet auf über 2800 Metern Seehöhe. Sicher wäre es einfacher gewesen, eine Hütte zu pachten, die auf 1500 Meter liegt. Aber das war nicht mein Anspruch oder auch nicht mein Wunsch. Sondern ich wollte eine Hochgebirgshütte, auch mit den widrigen Umständen umzugehen. Oder eben, wenn mal Dinge ausgehen, dann auch mit dem 20-Kilo-Rucksack mal hochzusteigen. Die Bierfässer lässt Josef dann doch eher hochfliegen. Circa viermal pro Saison ist er auf die Hubschrauberversorgung angewiesen. Nur so bekommt er große Mengen an Nahrungsmitteln auf die Hütte. Was die Gäste nicht ahnen, ihr Hüttenwirt trägt eigentlich Anzug und Krawatte. So, geht's los, würde ich sagen. Als Berater coacht Josef Manager und Führungskräfte. Nur im Sommer tauscht er Anzug gegen Schürze. Ja, ich bin ja auch im Projektmanagement tätig, beziehungsweise trainiere Fach- und Führungskräfte in dem Bereich. Und sagen wir, das ganze logistische, organisatorische, aber auch so Küchenprozesse, das ist im Grunde genommen mein Metier. Bei schönem Wetter ist in Josefs Hütte Full House. Die Gäste machen sich's nach der Wanderung am liebsten auf der Terrasse bequem. Drinnen bereiten Josef und sein Team alles für das Abendessen vor. Ich weiß nicht, wie viel Spaß noch da sind und vielleicht noch ein paar Deckel. Bitte schön. Danke. Danke. Ich will versuchen, euch jetzt reinzulocken, weil es jetzt was zum Essen gibt. Die lassen sich nicht lange bitten. Über 70 Gäste haben großen Hunger. Und Manager-Coach Josef hat die Situation logistisch und organisatorisch natürlich unter Kontrolle. Bis hin zur Speisekarte. Spaghetti Bolo ist out. Spaghetti. Das haben wir zwar auch im Repertoire, aber nur als absolute Notlösung. Also wir sind übergegangen, nur wenige Gerichte zu machen, aber die zu einer gewissen Perfektion zu bringen. Auch nicht nur was die Qualität angeht, sondern auch Küchenprozesse. Also dann innerhalb kurzer Zeit die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und dann natürlich auf den Tisch. Die sind schwer. Ein richtiges Bergsteigeressen, das für den Aufstieg auf das nahegelegene Wiesbachhorn am nächsten Tag Kraft gibt. Seit 1902 thront die Hütte über den Stauseen. Heinrich Schweiger hat ihr ihren Namen gegeben. Als Leiter hat er den Bau des Schutzhauses betreut. Doch einen Tag vor der Eröffnung verstarb Heinrich Schweiger an den Folgen einer Lungenentzündung. 110 Jahre ist die Hütte alt. Nach einer längeren Umbau- und Renovierungsphase wurde sie im Juni 2012 wieder eröffnet. Wenn die Wanderer alle aus dem Haus sind, beginnt für Josef und sein Team die Arbeit in den Lagern und der Küche. Die allerersten, die schon wieder vom Wiesbachhorn kommen, die wollen einen Kaffee, die wollen einen Kuchen. Und gegen Mittag werden dann schon die ersten Lager besetzt. Das Heinrich-Schweiger-Haus liegt auf einer Seehöhe von 2802 Metern, ist von Ende Juni bis Ende September geöffnet und von den Stauseen in circa 2,5 Stunden erreichbar. Eine Hütte in luftigen Höhen, wo sogar die sehr seltenen Bartgeier ihre Runden ziehen und die Gäste ein einmaliges Panorama genießen können.